Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit eurem Xarok. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xilin knuspert. Ich sag Xilin. Amy. Amy, du knusperst. Ja, hast du Hunger? Das ist schön. So, ich habe letztens schon angekündigt, dass ich hier so ein nettes Produkt, beziehungsweise Xilin hat mir dieses Produkt gebracht. Und zwar das da. Habe ich es richtig schön gezeigt? Ja, so. So ein Coffee-Snack, ja, das ist ja wirklich super geil, das Zeug. Und eigentlich bin ich jetzt nicht so der Mensch, der immer zeigen will, was er so isst. Aber da, oder vor allem Snacks jetzt so. Aber das da ist wirklich so geil, dass ich mir gedacht habe, gar nicht mal so verkehrt, dass ich das mal einfach zeige. Und zwar finde ich die richtig cool, weil das so, da sind so Espresso-Bohnen drin mit Schokolade drumherum. Und die sind echt gut. Und was ich richtig gut finde, ist auch vor allem, dass in diesen Dingern kein extremer Salz ist oder irgendwie extrem gesüßt oder sonst irgendwas, sondern es sind eigentlich einfach nur Nüsse und zwischendrin ein paar Rosinen und diese Espresso-Bohnen. Und das ist wirklich super cool. Und ja, ich zeige euch mal, was da so genau alles drin ist, okay? Das ist nämlich wirklich ein sehr, sehr leckeres Produkt. So sieht es übrigens aus. Gibt es wohl auch in großen Packungen. Also ist nicht viel drin. 40 Gramm ist eigentlich super. Ich finde sie ja, ich habe früher immer so gern so Studentenfutter oder so gegessen. So ein bisschen erinnert das einen auch daran. Allerdings hing mir Studentenfutter nach zwei Packungen dann irgendwann auf Dauer aus dem Hals heraus. Bei dem hier habe ich jetzt noch nicht so das Gefühl, weil da eben diese Espresso-Bohnen drin sind. Das macht nochmal sowas. So ein bisschen was aus, ja, also irgendwie anders da, echt super. So, wir machen das mal auf, so. Okay, das Aufmachen üben wir nochmal. Da war schon einer. So, das ist eigentlich so, hier, was hier so drin ist. Also wir haben hier wunderschöne Nüsse, Erdnüsse. Ich glaube, Cashew ist auch drin, oder? Dachte ich. Ja, hier. Ja. Also sehr, 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 sehr. Ja, eigentlich so die Standardsachen halt. Jetzt nichts Weltbewegendes. Und da sind die Espresso-Bohnen. Ja, also die sind so mit Schokolade ummantelt, aber nur ganz, 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 ganz dünn. Wir schneiden mal eine auf. Aufschneiden! Aber nicht den Finger, nicht den Finger. Also das riecht auch voll heftig. Als würde hier so gerade eine ganze Kaffeemaschine durchlaufen. Ich liebe den Geruch von Kaffee. Ich weiß, dass hier vielleicht jetzt ein paar Zuschauer dabei sind, die etwas jünger sind und die vielleicht mit Kaffee nicht so viel anfangen können. Aber für alle, die mit Kaffee etwas anfangen können und vor allem auch für die Eltern, die werden wahrscheinlich sagen, boah, das riecht so geil. Es riecht mega, mega intensiv. Es ist wirklich unglaublich geil. Ich liebe ja diesen Geruch. Also ich könnte teilweise echt eine Kaffeemaschine nur anschmeißen, damit ich das riechen kann. Und geschmacklich ist das eigentlich einfach das Beste darin. Also ich mag Nüsse, ja, so ist es nicht. Also ich mag Cashew, ich mag Erdnüsse. Also für Leute, die Erdnüsse nicht mögen, vielleicht ein bisschen blöd. Ich mag, was ist das eigentlich? Mandeln sind das, genau. Ich mag Mandeln, mag ich alles. Rosinen mag ich auch. Also allein die Packung finde ich schon richtig cool, ja, weil da so viele geile Sachen drin sind, die ich mag. Aber diese Schokolade, die auch nicht so übertrieben schmeckt, sondern nur so dezent eigentlich. Schon so mehr so eher nach Kakaopulver. Und dazu dann diese Kaffeebohne, Espressobohne. Boah, himmlisch. Also wirklich super, super geil. Ich persönlich konnte jetzt ehrlich gesagt, also ich habe an einem Tag mal, glaube ich, zwei Packungen gegessen, weil es so lecker war. Ich konnte ehrlich gesagt keinen Effekt spüren, dass ich da jetzt irgendwie Kaffee-Intus hätte oder Koffein oder sowas. Dafür ist es wahrscheinlich zu schwach dosiert, ich weiß es nicht. Da geht es wahrscheinlich wirklich einfach nur um den Geschmack. Also da ist eine Tasse Kaffee, je nachdem wie stark man sie dosiert, dann doch etwas intensiver oder wirkungsvoller als diese Kaffeebohnen, Espresso-Bohnen jetzt. Aber geschmacklich hammermäßig. Kann ich euch nur empfehlen. Schmeckt echt super geil. Probiert es einfach mal aus. Allein nur wegen diesen Bohnen schon. Und ja, genau. Das war es eigentlich schon. Ich finde das eigentlich eine witzige Idee, dass man mal so Produkte vorstellen. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dass ich mal Produkte zeige und teste,
schreibt mir einfach einen Kommentar. Und ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr das Produkt auch schon mal probiert habt und wie ihr das Produkt findet, ob das was für euch ist, ob ihr Kaffee mögt oder ob ihr eher sagt, na, ist gar nichts für mich. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Also, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.